Servus, grüezi und hallo, liebe Zocker-Community. Du bist hier auf Kanal von Rockkartoffel.lp gelandet und wir spielen Metro 2033. In der letzten Folge haben wir mal nicht so arg gefailt wie in der Folge davor, denn wir sind nur einmal gestorben und das war, glaube ich, für diesen Versuch recht scheiße, würde ich mal sagen. Denn es war doch ganz einfach, aber irgendwie war ich zu dumm dafür. Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Ich glaube auch, aber habe ich uns hier unsere Deckung weggefetzt? Von wo schießt denn hier wer? Was ist denn das? Da war doch immer. Haben Sie in die Luft gejagt? Mistkerl, links! Holy shit! Ich hol die Schnauze jetzt raus. Wir haben zwar... Alter, was geht denn hier ab? Hirsch! Zu Wasser und wird aus dem Wasser raus. Okay, hab schon gedacht. So, kommt hier jetzt irgendwer, der uns jetzt hier einen Strich durch die Rechnung machen will? Durch die Rechnung. Ich hab eine Schrotze. Eine automatische mit 15 Schuss. Also stellt euch mir jetzt nicht in den Weg. Gut, meine Muni hier ist auch bald alle. Das Depot. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Interessant, so wie das aussieht hier. Ziemlich voller Wagen und dem ganzen Kram. Nein. Alter, was ist das? Töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Okay. Du hast auch eine Schrotze, das finde ich doch mal sehr gut. Du machst die Viecher aber auch dann. Und mal hart auf hart kommt. Okay, wir haben keine Schuss mehr. Wir sollten jetzt auf die andere Waffe umsteigen. Und wenn möglich keine Schüsse vergeuden. Was wir aber, glaube ich, tun müssen. Anders sind wir nämlich ziemlich tot. Verwundet! Von da direkt vor mir! Nein, nicht nachladen! Fahr ein bisschen schneller, bitte. Fahr einfach ein bisschen. Kleines bisschen nur. Das würde mir schon reichen. Wir haben nämlich keine Muni mehr. Beziehungsweise ich hatte nicht. Nee, meine Muni ist jetzt alle. Das ist scheiße, ne? Und du hast gar keine Schrotze. Du hast nur ein ganz normaler. Fahr doch ein kleines bisschen. Oh Gott sei Dank, das wird ein bisschen schneller. Ich ducke mich mal zu Sicherheitsgründen. Okay, wir haben jetzt fast gar keine Muni mehr. Nur noch ein bisschen für den ganz normalen Revolver. Und! Ja genau, das kannst du aber laut sagen. Das kam gerade relativ cool von ihm. Fuck. Alter. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Aus Sicherheitsgründen mal wieder. Schön aufpumpen, denn das Ding geht ja immer gut leer. Und gebrauchen kann man diese Taschenlampe sicherlich nicht gerade wenig. Na, natürlich. Können wir hier rein? Tatsächlich, ich glaube, hier geht es sogar weiter. Wir ziehen mal das Nachtsichtgerät aus und gucken uns mal so hier kurz um. In der Hoffnung, dass hier irgendwas rumliegt. Diese Viecher fallen. Was ist links von dem Zug? Geht's hier auch weiter? Hier sind auch Fallen. Was geht denn ab? Ist da unten vielleicht in dem Rohr doch nicht der weiter Weg, sondern einfach nur ein Rohr, in das man gar nicht reingehen kann? Doch, hier kann man auch reingehen. Soll das jetzt etwa heißen, dass es... Nö, hier geht's wirklich weiter. Schade, sonst... Ich hätte mich da jetzt gerne noch umgesehen. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Oh oh. Okay, wir wissen also nicht, welche Richtung. Wir sind hier aus dem Rohr rausgekommen. Können wir da auch wieder rein? Nein. Gut, wäre toll gewesen, wenn wir da jetzt wieder rein hätten können gehen. Und ich hoffe, wir kommen gleich irgendwie bei der... Ist das die schwarze Station? Ich möchte es ja hoffen, um ganz ehrlich zu sein. Ein Mensch! Aber wie? Komm her, schnell!
Hey ho, was geht ab? Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Okay, wo... Geh und sprich mit dem Hauptmann. Ja. Wie viele sind es? Hast du sie gesehen? 10? 20? Nein, sag lieber nichts. Gut, dann ich wollte gerade schon antworten. Du hältst mir kein Gespräch. Hier kann ich auch nichts mitgehen lassen. Schade, aber okay. Wo geht's denn hier zum Hauptmann? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Okay, also wir dürfen uns alles nehmen, was wir wollen. Das ist aber sehr nett. Wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Ja. Spürst welches? Du das? Ach, das hier. Sie sind jetzt in der Nähe. Nachladen. So was ziemlich mau, was hier abgeht, von wegen Lager. Das nennt man ein bisschen Schissel, mein Nissel, oder was? Okay, von wo kommen sie? Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Ich hoffe, es dauert nicht lange. Ich möchte nicht failen. Holy shit, was ist das denn? Nix Gegner oder was? Einfach nur? Okay, ich glaube, die bringen sich jetzt in irgendeiner Weise bestimmt gleich selbst um. Aufstehen! Alle in Ordnung? Oder werden von einer unsichtbaren Kraft umgebracht? Wir haben Verluste! Habt ihr jetzt geschossen? So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Verdammt, 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 verdammt! Wer hat denn hier... Ach, was geht denn hier? Ah, jetzt kommt er oder was? Jetzt seid ihr euch nicht mehr zu feige. Wir sind alle erledigt. Kämpfte Feiglinge. Jetzt kommt er. Jetzt, wo er ein paar Feige gegen uns kaputt gemacht hat. Da hinten kommen sie. Okay, ruhig bleiben, konzentrieren. Ihr braucht... Was bist du denn? Holy shit, gib mir das Ding da oben. Okay, wir haben ganze 5 Schuss. Alles klärchen. Bekommen wir hin. Ja, da kommen... noch welche. Die gehen aber schnell down. Okay, Muni alle. Wir wechseln auf die Schwarze. Gut, ein gezielter Schuss dürfte reichen. Mit der rechten Maustaste geht ja ein gezielter Schuss. So, gut. Das waren jetzt zwar 3 und kein eingezielter Schuss, aber es ist relativ Wumpe jetzt. Und auf uns wollen die scheinbar sowieso nicht großartig gehen. Deswegen... halten wir einfach mal ein bisschen Ball flach. Haben wir gerade unseren eigenen Mann umgelegt? Aus der Luft habe ich ihn geholt. Aus der Luft, komm her. Ich glaube, wir... Au, ah! Bist du des Wahnsinns? Alter! Oh, er hatte ganze 2 Munitionsdinger dabei. Alter Schwede. Ah, ja. Was gibt's von dir? Nix. Okay, es wäre jetzt doch halbwegs dringend, mal noch ein bisschen was zu bekommen. Weil ich glaube, das macht ich so sonst so lange nicht mehr mit hier. Halt dich fest. Halt die Fresse. Okay. Was
kommt denn da auf uns zu? Ich drücke schnell E hintereinander! Alter Schwede! Leute? Ist noch irgendwer da? Da drin lebt noch einer. Kollege? Na gut, den haben wir sehr vermutlich selbst umgebracht. In unserer Hilfe, ihn zu retten. Ist kein Schalldämpfer drauf, brauchen wir nicht, nehmen wir nicht mit. Du hier sagst auch nicht mehr viel. Noch ein bisschen Muni mitnehmen können wir hier. Einfach alles nachladen, was wir nachladen können. Wenn jetzt hier noch so ein Vieh kommt, dann, okay, doch, wir sollten vielleicht die Schrotze besser nehmen. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Polis. Und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Können wir wenigstens deine Muni mitnehmen? Nee, scheinbar nicht. Gut. Munition wäre jetzt nicht falsch. Aber es ist okay. Es ist von dem Spiel vorgesehen, dass man hier nicht mit Muni überhäuft wird momentan. Also machen wir das auch nicht. So. Hier gibt es sonst nichts mehr. Nachladen. Ich mag immer ein volles Magazin. Das wird aber wohl hier nicht mehr so schnell der Fall sein. Gut, was gibt's hier noch? Nichts mehr. Weiter geht's. Diese Kisten können wir nicht öffnen. Da scheint immer ein bisschen Ammo drin zu sein. Und hier? Ach, guck mal. Hier können wir doch mal was öffnen. Sowas ist immer schön. Nachladen. Wenigstens geht das mit der Schrotflinte hier schnell. Es gibt ja Schrotflinten, bei denen brauchst du Millionen von Tagen, bis du die nachgeladen hast. Dürfen wir jetzt selbst so ein Ding fahren? Das wäre ja geil. Aber zuerst nehmen wir hier mal alles mit. Dürfen wir? Also draufstehen tut's noch. Fahren dürfen wir nicht. Das ist schade. Umgeben tut es ja auch nicht mehr viel. Ich habe es doch hier gerade schon wieder knurren gehört. Merkwürdig. Also gerade habe ich ein ganz komisches Gefühl bei der ganzen Angelegenheit. Wie sollen wir denn hier hochkommen? Gibt es hier irgendwie einen einfachen Weg? Ach so, okay. Looten, eventuell. Nee, nur eine Pfeilspitze. Hier runter können wir eventuell gleich auch noch gehen. Oder geht's da runter? Ich habe keine Ahnung. Hier hinter der Wand scheint auf jeden Fall mal was zu sein. Hier runter so. Nö, nö. Nein, gut. Wir laden die Taschenlampe mal auf. Die hat sich schon wieder fast entladen. Da ist tatsächlich irgendwas. Taschenlampe mal aus. Waffe wieder in die Hand. Und nachladen. Und am besten mal Nachtsichtgerät an. Das Vieh scheint gerade beschäftigt zu sein mit irgendwas. Tatsächlich. Alter! Was sind das für kleine Kackviecher? Was konnten wir denn hier tun? Ach da. An dem Glockending. Interessant. Aber mehr geben tut es hier scheinbar auch nicht. Ich glaube, das war eine ganz schlechte Idee, hierher zu kommen.
Und ich weiß, glaube ich, mittlerweile auch, warum wir eben das Loch nicht runter konnten. Das scheint nämlich die Viecher rausgekommen zu sein. Holy shit. Kommt her, ihr... Kleinkackviecher! Von wegen! Ja, ja. Viel drauf haben die jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sich da Schrotmuni für lohnt. Wir sollten es vielleicht einfach mal mit denen hier, mit der hier versuchen. Hier läuft irgendwo Musik. Okay, bisschen Silence verschießen. Solange kein Dicker kommt. Die Kleinen können ja uns ja jetzt auch nicht so besonders viel. Nachladen schnell. In dem Raum waren wir, glaube ich, schon drin. Oh, das Loch habe ich gerade irgendwie voll übersehen. Ah, aber einmal muss das immer drin sein, so ein Fail, ne? So, müssen wir wieder alles von vorne machen. Naja, nun ja. Ja, warum sieht er mich denn jetzt schon? Warum tut ihr das denn mit mir? Ach, da war die Muni. Okay, dann verschwenden wir diesmal nichts. Und wenn die uns jetzt sowieso schon gesehen haben, sprinten wir hier ganz schnell durch. Nehmen alles mit, was wir kriegen können. Halten uns auch nicht besonders lange auf. Und gehen. Ich hab grad gemeint, ich hätte da irgendwas gesehen. Ach nee, da. In den Arsch! Gut, gibst du sonst noch was her? Nö. Hier drin ist aber noch einiges. Ich wollte gerade schon sagen, kommt her, ihr kleinen Schabernacken. Aber das haben sie ja tatsächlich dann ziemlich ernst genommen. Aha. So, könnt ihr mich jetzt mal bitte in Ruhe lassen? Ich will hier nur meinen Job tun. Alter, was ist... Spawnen die hier unendlich oder haben wir es auch irgendwann mal hinter uns? Ich glaube, die spawnen hier ziemlich unendlich, aber es ist mir auch relativ egal. Ich gehe mal hier hoch. Solange wir hier irgendwie irgendwann durchkommen, ist es okay. Gut, du haust ab. Dann lass mich auch in Ruhe, aber hier sind so viele. Du weißt gar nicht, von wo die überall kommen. Hier scheint auch mal irgendwann was Dickes zu kommen, aber es kommt nicht. Was sagt denn unsere Map? Oh oh. Die fucking Gasmaske auf, Junge! Toll, jetzt ist die auch noch kaputt. Ich dachte eigentlich, wir hätten eine gefunden. Hallo? Hehe. Muhahaha. Hä? Irgendeiner Stress! Welche Richtung denn? Au, bist du des Wahnsinns? Atium, der Mann, der ohne anzulegen trifft. Und hier? Ah, hier ist wieder so ein Speicherpünktchen. Ich machte mir Sorgen, dass die Messestation, meine Heimat, das Schicksal der Lochstation teilen würde. Aber mitten in diesem Albtraum traf ich einen jungen Überlebenden, der sehr tapfer und gesprächig war. Und damit würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich bei euch heute mal wieder fürs Zusehen und hoffe, dass du und ihr auch morgen wieder einschaltet zu Let's Play Metro 2033 auf Rockkartoffel LP. Ich bin die Rockkartoffel, wünsche einen wunderschönen Resttag und sag einfach mal Tschüss und bis morgen.